Einen wunderschönen guten Samstag. Nein, das ist ja jetzt mittlerweile. Gott, ich hab lieber am Tag. Es ist Donnerstag. Ja, und ich bin krank und ich mache ein Gameplay-Video. Ja. Und zwar zu Legend of Zelda Woodbreaker, wie man vorhin gesehen hat. Ja. Ich glaube, schon ein bisschen Sound, ein bisschen höher kriegen. So. Und ja, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich. Oh Gott, hier habe ich schon alles. Oh mein Gott. Huh. Machen wir von neuem Spielstand. Fertig. So. Nennen wir uns. So, dann kann's losgehen. Ja, Windbreaker ist ein Gamecube-Titel. Ja. Zelda wird hier mal ein bisschen anders dargestellt, als es sonst immer war. Ich will hier noch die schöne Geschichte erzählt. Das ist die Geschichte aus Ocarina of Time, denke ich mal. Das Spiel ist echt Granate. Ich habe es jetzt immer noch schon gesehen, da dreimal durchgespielt. Es geht voll ab. Man kann es nicht oft genug spielen, weil es so geil ist. Das Video hier mache ich übrigens auch für den Nick. Because this is him, his favorite Zelda game. Und ich find's auch sehr cool. Fall up. Kann man leider nicht abbrechen, das hätte ich längst gemacht. Aus den Eingeweiden der Erde hervor. Kehrt nicht wieder. Die Musik ist auch awesome. Also ich zeige jetzt noch so ein bisschen vom Anfang vom Spiel und dann so ein bisschen, was man schon ein bisschen im Schiff reisen kann, weil das dauert jetzt sowieso ein bisschen. Nach dem Königreich wurde davon weiß heute niemand mehr zu berichten. So, darf ich mit anfangen? Oh Mann. Weil diese scheiß Prologe. So, und hier erwartet uns schon die kunterbunte Grafik und Cell Shading looking awesomeness.
ein Hi oder I, auf der Shadow steht. Hoi. Ai. Ich muss abbrechen. Oh mein Gott, ich hab heute Geburtstag. Geile Sache. Ja, ist gut. Lass mich auch. Gut, so. Wir können uns bewegen. Das ist Link. Yay. Wir klettern mal den Torwand ab. Ui, bumm. Und wir haben uns nichts getan. Wow. Rolle. Ja, es sieht ein bisschen anders aus. Die Grafik wurde auch von vielen Leuten kritisiert, aber ich finde die Grafik geil. Passt voll zu dem Spiel. Rotzlöffel da. Erstmal Rubine sammeln. Hey. Zack. Nochmal schwimmen. Noch der da. Der Kerl gibt mir so auf den Sack. In der Rotznase. Ja. Ja gut, das wird jetzt ein bisschen langweilig, aber ja. Ich eigentlich gleich können mit anderen Zeit. Frage. Würde ich sagen, zeige ich euch jetzt mal ein bisschen, wo das Spiel noch abgeht. Beziehungsweise wo man schon das Schiff hat und umsegeln kann. Da bin ich schon durch. Also das ist jetzt mein zweiter Anlauf, kann man sagen, ne? Bin ich denn? Ach nee! Okay, ich mache noch ein anderes. Ich will jetzt den scheiß Terra-Tempel dann machen. Oder C4-Tempel, ich weiß gerade, ich kann die nicht auseinanderhalten. Das muss jetzt nicht so weg sein. Mein Hass-Tempel will ich jetzt nicht machen. So. Aber den können wir machen. Oh. Da bin ich jetzt schon da, wo ich eigentlich das gar nicht sein wollte. Ich mache hier ein bisschen Action. Ach, so ja. Komm gegen den Ritter da. Zack. Wir sind hier, wie man unschwer erkennen kann, in Ruhl. Und da hinten ist der Turm, den ich auch in Minecraft gebaut habe. Naja.
Aua. Lass mich in Ruhe. Ah, es kommen die Viecher, ne? Schleimies. Viel Spoiler muss ich euch ja nicht. Die ganzen Sachen hier. noch 4 Minuten. Ungefähr. Hier sieht man noch einen schönen Turm. Das ist jetzt ein Endboss-Turm und da will ich euch wirklich so mithalten. Oh, das ist mein Lieblingsgebiet hier im ganzen Spiel. Will ich euch noch was zeigen. Oh, das kann man ja gar nicht. Oder noch? Ich hab mal runter. Na nee, gut, egal. So, dann segeln wir ins Licht. Tja, Planung ist eben alles, ne? Aber, naja, ist auch egal. So, jetzt sind wir wieder oben. So. Okay, wir haben keinen richtigen Wind. Dafür benutzen wir jetzt hier diesen tollen Taktstab. Voll Kraft voraus. Ja, viel kann ich euch eigentlich nicht mehr so zeigen. Habt ihr euch ja alles gut gezeigt, so es ging. Aber es ging ja nur ein bisschen Gameplay. Also mit dem Turm der Götter im Hintergrund und dem segelnden Link verabschiede ich mich. Danke fürs Zusehen. Ich bin der Shadow und ich bin weg. Ciao.